Dieses Thumbnail von mir, auf dem ich so traurig aussehe, kriegt so viele Klicks. Halt's Maul! Hey Leute. Wir haben realisiert, dass wir euch allen eine Entschuldigung schulden. Ja, es hat sich rausgestellt, dass unser letztes Video ziemlich jeden beleidigt hat. Langweilig. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als ein schlechtes YouTube-Entschuldigungsvideo. Ich denke genauso wie du. Gut. Ich bin Jonny Fritz. Und ich bin Fritz Jonny. Und zusammen sind wir Michael Danielson und Company. Und wir sind die Gründer des YouTube-Entschuldigungsservice. Hey, wir verstehen's. Als YouTuber muss man konstant Content bringen können. Und wenn ihr wie diese beiden Deppen seid, die eine Online-Karriere gewählt haben anstelle einer höheren Bildung, dann werdet ihr einige blöde Sachen von Zeit zu Zeit sagen. Doch mit unserem YouTube-Entschuldigungsservice bieten wir vorgefertigte Entschuldigungen an, mit denen ihr eure Fehler ausbessern könnt. Angst vor den alten sexistischen Tweets, die wieder auftauchen könnten, plant voraus, indem ihr von vielen unserer Entschuldigungstemplates wählen könnt. Unsere Templates enthalten Entschuldigungen für homophobe Bemerkungen, gefakte Pranks, Rassenverleumdung, dass nicht genügend Videos gepostet werden, fremdenfeindliche Aussagen, zu wenig Trinkgeld gegeben, Beschuldigung sexueller Angriffe und viel, viel mehr. Aber warte! Was? Es gibt noch mehr! Nicht wahr? Das stimmt! Wenn ihr noch 3900 Dollar dazu zahlt, werden wir eure Special-Entschuldigungs-Coaches! Damit ihr in eurem Video gecoacht werdet, sodass ihr euch wie ein Pro entschuldigen könnt. Hey Leute, Makeup Mackenzie hier. Ich wollte mich bloß für mein letztes Video entschuldigen. Zurückblickend, ein ganzes Video mich zu filmen in meiner Holzkohlen-Gesichtsmaske während des Black History Month war wohl nicht die beste Idee. Cut! Nochmal, du musst dich nur dafür entschuldigen, dass du die Gefühle anderer verletzt hast, nicht für das, was du wirklich getan hast. Siehst du, der Trick ist, dass du so tust, als würde es dir leid tun, während du die Schuld externen Faktoren zuschiebst, so wie einer Sucht oder dass Leute Social Justice Warrior sind. Also, solange du das Wort Entschuldigung im Videotitel stehen hast, dann glaubt ihr da bloß, dass du dich entschuldigen willst. Ihr sagt also, wenn ich die Leute, die ich verärgert habe, anerkenne, vergibt man mir? Genau! Und für den YouTube-Entschuldigungsservice... haben wir das Jonny und Fritz Entschuldigungskit. Dies beinhaltet wundervolle Gegenstände, so wie das Heulhorn. Das Heulhorn gibt dir einen Hinweis, wann du eine Pause in deinem Video einlegen sollst zum Heulen. Denn je feuchter die Augen, desto glaubhafter die Lügen. Und ich verspreche, ich nutze niemals eine Grundierung, die dünkler als Medium Base ist. Und ich verspreche, dass ich von nun an... Und ich verspreche... Hast auch du Probleme beim Produzieren von Tränen? Dafür gibt es das Mitgefühlspray! Sprüht ganz einfach das Mitgefühlspray und die Tränen kommen von ganz alleine. Oh, und ich benutze dieses... Ihre Traurigkeit ist so glaubhaft. Nun, ich bin kein Hellseher, aber ihr werdet sicherlich sagen, Jonny und Fritz, euer Service klingt unglaublich. Aber hören Sie es nicht nur von uns, hören Sie es auch von unseren zufriedenen Kunden. Als ich durch eine Liste von meinen weiblichen Fans ging und gruselige Sachen an die Heißen verschickte, dachten alle, ich wäre pervers. Doch der YouTube-Entschuldigungsservice hat mir zu einem perfekten Statement verholfen, denn eigentlich habe ich einfach alles auf meine lähmende Sucht nach Drogen geschoben. Jetzt ist mein Image wieder das eines coolen Typen, der ich bin. Als ich einige rassistische Dinge gesagt habe, dachten alle irgendwie, ich sei ein Rassist. Zum Glück hat mir der YouTube-Entschuldigungsservice beigebracht, das auf weinerliche Leute zu schieben. Und den Medien. Und die verdammte politische Korrektheit. Ich meine, ich weiß, dass meine Rasse statistisch gesehen überlegener ist, aber die Medien... Also, da habt ihr's. Der YouTube-Entschuldigungsservice. Nächstes Mal, wenn du was verkackst und du nicht weißt, wohin, dann ruf doch einfach... Michael Danielson und Co. Rufen Sie jetzt an unter 555 YouTube-Entschuldigungsservice von Jonny Fritz und Fritz Jonny, einer Tochterfirma der Michael Danielson & Company. Bitte rufen Sie nicht samstags, sonntags, montags, mittwochs, donnerstags, dienstags und freitags an. Jo Leute, DragonDub hier. Wenn ihr euch das originale Video ansehen wollt, dann klickt auf das linke Feld und für das letzte Video auf meinem Kanal klickt auf das rechte Feld. In der Mitte seht ihr die Castliste und unten rechts alle Social Media Sachen. Oh ja, und nicht vergessen, abonnieren. Ciao.